Herzlich willkommen bei Wer will Millionär mit eurem Show-Gastmoderator Marcel Dawes. Servus, erstmal. Jawohl, ich bin hier! Schaff das! Onkel Martin, schau ich. Hier, stimmt nicht mal, das ist Jürgen. Nee, Günther! Günther Jauch! Wo fand die Schlacht um Christophsis während der Klonkriege statt? Digga! Digga, nur das ist mit dich, ich bin der Pablo. Pablo Escobar! Und das ist nicht stimmt, er ist richtig peinlich. Ich nehme D, damit wir uns einig sind. Sind Sie sich absolut sicher? Bin mir sicher. Weiter. Mach komm, Habibi, komm. Oh, ich hab 50 Euro bekommen, jawoll! Ja, rein! Eine neue Frage ist im Anflug. Wie heißt das Schiff von Han Solo? Elbenfalke. Dem Elbenfalke. X-Flügel. THX 1138. Ich glaube X-Flügler. THX, was ist ein THX? Sollen wir das so notieren? Was ist ein THX? Muss ich mal gucken. THX11. Was ist ein Film? Ja, ich hab's doch genommen. Ja, Molly! Hier ist eine neue Frage für Sie. Komm. Wie heißt die Prinzessin der Röschen? Nein, Cinderella ist es nicht. Tiana ist es auch nicht. Ach, au. Digga, wie heißt die Prinzessin der Röschen? Ich bin mir. Ich glaube irgendwie eine von denen, aber ich bin mir nicht sicher. Weil Cinderella und Merida glaube ich nicht, das sind zwei andere Filme. Überlege ich gerade. Hey Jochen, ich rufe meinen Kollegen an. Dieser peinlichen Frage erlösen. Los geht's. Schwester, Enkel, Tochter, Ehefrau. Jo, mein Sohn an den Theo, den rufe ich an. Theo, du schaffst das. Guten Abend. Wir sind hier auf Sendung bei Wer wird Millionär. Oh, guten Abend. Wie läuft es? Sehr gut. Alle hier sind toll, aber jetzt brauchen wir Ihre Hilfe. Also, ich brauche Hilfe. Hör gut zu, Theo, denn mir fällt hier einfach nichts ein. Hey, das ist toll, weil ich die Antwort kenne. Es ist C. Aurora. Theo, wenn das jetzt falsch ist, bist du verflucht. Okay, C. Ich muss Sie fragen, muss es sein... Ja, er wusste es. Das ist mein Enkel, mein Sohn. Spieler gewinnen am Ende immer. Wahre Spieler. Ich wollte es Ihnen nicht schwer machen. Sondern ist nie in True Detective erschienen. Digga, was ist True Detective? Halt, damit wir brauchen. Frage wechseln. Es kann in der Tat weise sein, die Frage zu ändern, wenn man nicht weiterkommt. Wechseln Sie die Frage. Also zu einer ganz neuen Frage. Tami Flu. Was ist das? Hilfe! Komm, Publikum! Wenn Sie die Antwort. C ist die richtige Antwort. Ich glaube nicht bloß, dass ich. Alles drauf wetten. Sind Sie. Es ist tatsächlich die richtige Antwort. Jawohl! Publikum, dankt mir. Ich fühle mich wirklich wie Pablo der Rentner. Wie gut. Naja, Digga, der hat keinen Plan, was er machen und sieht durch Hilfe. Sollte es Ihnen nicht schwer machen. Wie heißt der nördlichste Bundesstaat der USA? Der nördlichste Bundesstaat nicht? Das ist doch Alaska, oder? Das wäre für das einzigste Logische für mich. Gut so, jawohl! Ja, ich hab 5 Euro. Aber erstmal einen guten Wein kaufen. Ja, mit dem Wein. Wie heißt der Bundesstaat im Osten der USA? Maryland. Digga, woher soll ich das wissen? Wir werden jetzt zwei falsche Antworten entfernen. Weg damit!
Ich glaube, der Garulenz. Gut, dann komm, nehmen wir diese Antwort. Gönn! Das ist definitiv meine Antwort. Gönn! Jauch! Der Computer hat Ihre Antwort bestätigt. Jauch, gönn! Nein, Jauch! Das ist die richtige Antwort. Nein! Was für ein Reinfall. Da bin ich nicht stolz auf mich. Nein! Ich komme wieder! Keine Frage! Herzlich willkommen bei Wer wird Millionär? Hey Leute, Pablo ist zurück! Geht euch! Senioren vor! Jawohl! Schrocksaus, diesmal bin ich wieder da! Bin wieder da, jawohl! Sind Sie bereit für die nächste Frage? Tiflis ist die Hauptstadt von... Tiflis? Was ist Tiflis? Was ist das? Hauptstadt von Robertin. Okay. Ich habe nicht so viele Jahre damit zugebracht, mir selbst Sachen beizubringen. Ja, Leorgi ist die einzige Stadt hier. Ja, Pablo an die Macht. Der Star der Familie. Digga, ich habe 50 Euro und ich bin ein Star. Wir sind uns alle einig, dass wir mit einer neuen Frage fortfahren können. Dubai? Was ist das? Katar? Oman? Irak? Ich glaube, Katar, das kann doch nur diese korrupte FIFA gewesen sein. Ja, es war in Katar. Das war die FIFA schon wieder. Immer diese FIFA hier. Ab in die Kreisliga mit euch. Wer gewann die FIFA-Weltmeisterschaft 1998 in eigenem Land? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war Spanien. Aber ich bin mir da nicht sicher. Ich muss meinen Sohn Theodor wieder anrufen. Der ist ein guter Junge. Theodor, komm Bescheid, weißt du noch? B, es war Frankreich. Wenn das nicht stimmt, gibst du mir die Löffel. Weißt du aber? Sind Sie davon überzeugt? Ja, ich bin mir sicher. Yeah, Frankreich. Okay. Gehen wir zu dieser neuen Frage. Ja, ist gut, mach weiter. Was? Wir sind Schiedsrichter. Einen. Fünf. Drei. Und mal. Zwei außen. Das ist eine gute Frage. Ich. 50-50, Joker. Kommt drauf an, wie man es rechnet. Deswegen. Um Ihnen weiterzuhelfen. Dann sind es fünf. Sind Sie davon überzeugt? Ja. Genau so ist ja, mit den Seiten. Mit den fünf. Und den anderen. Ihre neue Frage steht bereit. Viel Glück. Ja. Welchen europäischen Erzeuger wird auch als rote Furie bezeichnet? Was? Rote Furie. Digga, was sind das für Namen? Was sind das für Fragen? Rote Furie. Das könnten viele sein. Es ist Zeit, die Frage komplett zu ändern. Das könnte doch meine Frau da rein sein. Schauen Sie ihr Wissen sich selbst, denn hier ist die nächste Frage. In welchem Jahr gewann Argentinien zum zweiten Mal eine WM? Das ist die nächste blöde Frage. Gibt es keine guten Fragen, dass ich weiß? Meine Damen und Herren, bitte helfen Sie unserem großartigen... Komm, helfen Sie mir, D! 1986! Da war ich noch so ein kleiner Pupp. Und nun möchte ich wissen. Oh Gott, ich bin. Yeah! Jawohl, gewonnen! Sollte es Ihnen nicht schwer machen. Capettos Goldfisch. Wer ist Capettos? Ich glaube, es ist Nemo. Es ist Tau. Es ist Mito. Was geht da? Ja, nimm mal Nemo. Es ist was? Ruhig, aber so ist Leo? Wer ist denn der Junge Leo? Mist. Was für ein Reinfall. Ich bin zu alt. Sie gehen immerhin mit einer schönen Summe nach Hause. Wie viel verwundert? Yeah. Ich hab gewonnen. Bis dann.